Ich bin der Große, der, die, das. Das rigorose Regiment, der Ozonstängel prima qua, der anonyme 1%. Hans-Jean Arp, geboren am 16. September 1886 in Straßburg. Bildhauer, Maler und Zeichner, Dichter. Arp ist einer der wichtigsten Gründer des Dadaismus in Zürich und Mitglied der Surrealistengruppe von André Breton in Paris. Das Petit und auch die Posaune ohne Mund und Loch, das große Herkulesgeschirr, der linke Fuß vom rechten Koch. Am 7. Juni 1966 stirbt Arp in Basel. Begraben wird er in Locarno. Ich bin der lange lebenslang, der zwölfte Sinn im Eierstock, der insgesamte Augustin im lichten Zellulosenrock. Eine Bronzeskulptur zwischen Abstraktion und Figur. Die kleine Sphinx von 1942. Stehend wie liegend. Ein geheimnisvolles Mischwesen. Beim Künstler dominiert das Sinnliche in den 30er Jahren. Doch das Erotische ist für Arp ein immer wiederkehrendes Element. Die frühesten Akte Arps stammen aus dem Jahr 1907. Menschliche Konkretionen nennt Arp seine erotischen Skulpturen. Wer will, kann darin auch Fruchtbarkeitssymbole erkennen. Und Männerfantasien längst vergangener Jahre. Jean-Hans Arp hat seine Skulpturen immer auch als Frucht verstanden, die aus dem Künstler hervorwächst. So wie ein Kind aus dem Bauch einer Mutter. Arps Erotika sind Ausdruck ihrer Zeit, die sich dank der Psychoanalyse von engen Moralvorstellungen befreit und sexuellen Ambitionen ihren Lauf lässt. Sigmund Freud ist in Mode. In seinem Geiste werden Arps Plastiken als Sehnsucht nach der großen Urmutter verstanden, die Wärme und Zuflucht verheißt. Formen, die an Hinterteile und Busen erinnern. Der Künstler ödipal verstrickt wie ein Kind. Aber gerade diese kindliche Weigerung, sich der Welt der Erwachsenen auszuliefern, ist für Arp und seine Freunde wesentliche Voraussetzung der dadaistischen Rebellion gewesen. Bewusst infantil hat Arp 1917 seine Dada-Reliefs gegen die Vernunft in Stellung gebracht. Er bleibt ein unvernünftiges Kind bis ins hohe Alter, das als Narr gegen die kriegerische Welt der Erwachsenen revoltiert. Mit seinen erotischen Skulpturen findet Arp abermals eine künstlerische Ausdrucksform, die unterschiedliche Interpretationen zulässt.
weibliche Körper mit viel Fleisch und wenig Kopf, durchaus sexistisch deutbar. Auf jeden Fall gegen jenen Rationalismus gerichtet, der zum Ersten Weltkrieg geführt hat und zum Zweiten führen wird. Dem Wahnsinn des Krieges setzt Arp den aufs Animalische reduzierten Körper entgegen. Er ist nur noch Überlebensraum. Das ist die Botschaft von Jean-Hans Arp und seiner erotischen Kunst. Das Schlüsselwerk? Die kleine Sphinx von 1942. Gespreizt wie ein Pfau, als wolle es sich mit seinen Stacheln vor der Welt schützen. Das Vogelskelett von 1947. Vogelskelett ist eine der ersten Plastiken Arps nach 4 schweren Jahren. 1943 ist seine Frau Sophie Teuber auf tragische Weise ums Leben gekommen. Kunst ist für Arp nun Trauerarbeit. Das Gedicht wird zum Schauplatz der Erinnerung und Vergöttlichung der toten Sophie. Nicht länger als einen Atemzug vermochte das Gestaltlose sich vor ihr zu behaupten. Und das Unfassbare trat aus seinem feierlichen Zelt und maß an ihr seine Wunder. Die Arps leben seit November 1942 in Zürich. Getrennt. Sophie hat Zuflucht bei ihrer Schwester Eva gefunden. Arp nimmt Quartier im Haus seines Künstlerfreundes Max Bill. Am Abend des 12. Januar 1943 holt Sophie ihren Mann vom Zug ab. Dieser hatte Sammler in Arosa besucht. Man übernachtet gemeinsam bei Max Bill in verschiedenen Zimmern. Was in der Nacht zum 13. Januar 1943 geschah, bleibt undeutlich. Jedenfalls war Sophie am anderen Morgen tot, erstickt am Qualm des Kaminfeuers. Sie hatte vergessen, das Fenster zu öffnen, heißt es. Hans-Jean Arp zieht sich nach Sophies Tod für einige Wochen in ein Kloster zurück. Kunst ist für Arp jetzt Überlebensstrategie geworden. Und das mit Stacheln bestückte Vogelskelett ist sein Totem, mit dessen Hilfe er die Verzweiflung in Schach hält. Nach Sophies Tod? Gerüchte. Arp schweigt. Der Verdacht kommt auf, Sophie habe Selbstmord begangen. Statt klarer Auskünfte, elegische Gedichte. Ich könnte ohne die flammenden Berge leben, ohne die Olivenbäume und das Meer. Ich könnte ohne den Himmel sein. Dich aber kann ich nicht vergessen. Ich kann ohne dich nicht sein. Starke Worte, einer Toten gewidmet, die zu Lebzeiten immer mehr zum Schatten ihres Mannes wurde. Arps Huldigungen an Sophie sind wohl auch Ausdruck des schlechten Gewissens seiner Frau gegenüber, die unter ihm viel zu leiden hatte. Aus ihrem Haus bei Paris müssen die Arps 1942 vor den Nazis fliehen. Die persönlichen Verhältnisse werden immer komplizierter. In Paris munkelt man, Arp betrüge Sophie. Im Exil wird das Geld besonders knapp. Wie zufällig stets hilfreich zur Seite,
eine junge Kunstsammlerin aus Basel, Marguerite Hagenbach. Sie wird später Arps zweite Frau. Sophie hatte bereits im Juni 1939 ins Gästebuch von Marguerite Hagenbach notiert, im Traum habe sich ein Felsbrocken gelöst und sie bedroht. Und wäre sie zerschmettert worden, allein das von ihr in den Sand geschriebene Wort heureux, glücklich, wäre von ihr übrig geblieben. Dunkle Sätze. Vielleicht Indizien für Sophies Todessehnsucht. Und ein verzweifelter Hilferuf, den Arp zu Lebzeiten seiner Frau nicht vernahm. Das geisterhaft hohle Vogelskelett von 1947. Eine Dornenkrone? Die Skulptur ist nicht allein das Zeugnis von Arps Trauerarbeit. Was sich dem Betrachter entgegenspreizt, es sind auch die Keime eines neuen Beginnens. Arps Leben nach Sophies Tod. Arps erste Ptolemäus-Skulptur entsteht 1953. Er nennt sie nach dem im 2. Jahrhundert lebenden Claudius Ptolemäus, einem Mann der Mathematik und der Sternenkunde. Mit Ptolemäus bestimmt Arp seinen mystischen Pfad. Wie Ptolemäus ist Arp davon überzeugt, dass sich Natur, Mensch und Kosmos in einem ständigen Prozess des Austausches befinden. Ein Spiegel, der nicht spiegelt, nannte ich zuerst dieses himmelblaue Loch. Aber viel Geduld und Pein wurde mir gewährt und es fängt bei mir ein wenig zu dämmern an. Die Menschen sind Spiegel, die alles verspiegeln. Ach ja. Für Jean-Hans Arp ist Ptolemäus ein Medium, mit dessen Hilfe er die Unendlichkeit des Himmels beobachtet. Die Ptolemäus-Figur wird bewusst als Hohlform gestaltet. Denn Ptolemäus vermutete, das Weltzentrum sei ein hohles Etwas, aus dem die Erde erst entstand, als Sterne und Planeten sie umkreisten. Ptolemäus ist das Selbstporträt des Künstlers als Mystiker, der sich mit gnomenhaften Gestalten und fantastischen Formationen umgibt und so seinen eigenen Kosmos sich schafft. Geistwesen, die sich immer mehr vom Diesseitigen zurückziehen, um den göttlichen Sphären näher zu sein. Und den Engeln. Engel, sinnende Flammen. Engel, rauschende Ähren des Himmels. Engel, klingende Sterne. Engel, unendliches blaues Licht. Das Mystische ist keine Alterserscheinung des Hans-Jean Arp. Es zieht sich wie eine spirituelle Spur durch sein gesamtes Werk. Bereits 1914 hatte Arp für einen theosophischen Tempel in Paris Bildwerke entworfen, die sein frühes Interesse am Übersinnlichen zeigen. Immer wollte Arp die vom Menschen zerstörte Natur durch Kunst aussöhnen. Auch das ist bereits eine mystische Handlung.
allerdings noch ganz verhaftet im Hier und Jetzt. Erst mit Skulpturen wie Ptolemäus kommt es zum kosmischen Sprung. Es entstehen nun eigenwillige, fast angstmachende Gebilde, die nicht mehr von dieser Welt scheinen. Dass auf dem Grab Arps und seiner beiden Frauen ein Stern thront, ist kein Zufall. Wie die Antike begreift auch Jean-Hans Arp die Sterne als Aufenthaltsorte der Verstorbenen und als Symbol des künftig kosmischen Lebens. Und deswegen beschwört er immer wieder die tote Sophie als Stern, mit dem er sich dereinst wieder vereinigen würde im kosmischen Gefilde. Der Künstler verweigert sich nun einer Welt, die sich im Ptolemäusjahr 1953 mitten im Kalten Krieg befindet. Die Ptolemäus-Figur ist die wichtigste Arbeit Arps als Mystiker. Das Konstellationsrelief von 1957. Eine Ansammlung von humoresken Formationen. Arp war kein ständig verzweifelter Sauertopf, trotz vieler Lebensenttäuschungen. Für Arp sind die 50er Jahre Zeiten des Glücks. 1959 heiratet er seine langjährige Lebensgefährtin, die 16 Jahre jüngere Marguerite Hagenbach. Und ein Jahr bevor Arp das Konstellationsrelief schuf, erlebt er endlich seinen internationalen Durchbruch. 1956 erhält er auf der Biennale von Venedig den großen Preis für Bildhauerei. Von nun an ist Jean-Hans Arp ein begehrter Künstler, der mit bedeutenden Kunst-am-Bau-Projekten in New York, Caracas und Paris beauftragt wird. Den Biennale-Preis für Malerei erhält übrigens Max Ernst, mit dem Arp für Dada und den Surrealismus in frühen Jahren gestritten hatte. Für Hans-Jean Arp ist das Groteske unverzichtbarer Bestandteil seiner Kunst. Das Groteske ist Arps Ausdrucksmittel, mit dem er von Dada bis zum Lebensende dem Schrecken der Welt entgegentritt. Natürlich weiß Arp, dass er selbst Teil dieser Groteske ist. Jean Arp, der Faselhans. Er kommt abhanden mit der Hand. Er kommt ab Fußen mit dem Fuß und trägt in seinem Taschenfleisch den aufgerollten Redefluss. In Acht und Bann und Neun und Zehn, so übermannt und überfraut, dass keiner je sich je und je und an der Tafel Nacktes kaut. Er tritt dicht das Grammatikkreuz,
Staniol verpackt als schwarzer Spaß, als Einzahl, Mehrzahl, Rübezahl, als Faselhans am Faselfass. Armloses Flügelwesen, Demeter, 1960 in Gips geformt. Seit einem Jahr lebt Art mit seiner zweiten Frau Marguerite in Locarno. Ihren Garten gestalten sie als kleines Paradies, in dem Mensch und Natur vereinigt sind durch Kunst. Doch der alte Traum der Aussöhnung geht auch hier nicht in Erfüllung. Denn jetzt haben, wie Arp sagt, die Atompilzzüchter gesiegt. Die Atombombe ist für Arp ein weiterer schauerlicher Sieg des Rationalismus über das Humane. Und Demeter, die um die verlorene Tochter trauernde antike Göttin, entspricht so gänzlich seinem eigenen Weltschmerz. Harfenspieler mit unbeweglichem Käfergesicht greifen machtvoll in die Saiten. Seelenlose Kinder spielen mit beseelten Bällen. Ein Baum ohne Flügel behauptet, mit uns verwandt zu sein. Daphne ist eine weitere mythische Gestalt in Arps Werk. 1955 herausgeschnitten aus einer Gipsform des Ptolemäus und dann in Bronze gegossen. Glatte Schnitte, gekrümmte Linien. Eine aus dem Kosmischen heraus amputierte Gespenstergestalt. Ein Bild des Jammers. Nach der Legende war die keusche Nymphe Daphne die Tochter eines Flussgottes. Als sie sich nicht mehr vor den Zudringlichkeiten des liebestollen Apoll retten konnte, verwandelte sie ihr Vater in einen Lorbeerbaum. Im antiken Mythos vollzieht sich die Verschmelzung von Mensch und Natur, die Arps Credo zur Rettung der Welt ist. Arps Daphne jedoch gleicht eher einem sinnesfeindlichen Alien. Tragische Symbolfigur im Drama der menschlichen Entfremdung von Natur und Kosmos. Es sind die Jahre des Kalten Krieges. Arp sieht die Welt durch die Atomrüstung bedroht. Ich bin, schreibt Arp 1961, für die Atompilzzüchter sowieso verloren. Für sie gehöre ich zu den Hoffnungslosen, die aus den letzten altertümlichen Klausen kommen. In sogenannten Bombenieren schenken sie ihren Lieben kleine niedliche Atombomben für den Hausgebrauch. 1918 in Zürich hatte Arp die Zeitgenossen mit provokanten Dada-Reliefs aufrütteln wollen. Das Spätwerk ist voller Figuren, die sich von der Welt abgewandt haben und nun gemeinsam mit ihrem Künstler den Himmel nach Zeichen der Erlösung absuchen. In diesem Leben kann Arp solche Zeichen nicht mehr finden. Weiß noch jemand, wo oben und unten ist? Weiß noch jemand, was hell
und was dunkel ist. Immer seltener werden die Träumer. Wie kämen uns Flügel, sinnende Flammen gelegen, wie aber würden uns Himmel als Schwingen willkommen sein. Der Künstler stirbt am 7. Juni 1966 in Basel. 6 Jahre, nachdem er die trauernde Demeter geschaffen hatte. Engel, rauschende Ähren des Himmels, Engel, klingende Sterne, Engel, unendliches blaues Licht. Das Mystische ist keine Alterserscheinung des Hans-Jean Arp. Es zieht sich wie eine spirituelle Spur durch sein gesamtes Werk. Bereits 1914 hatte Arp für einen theosophischen Tempel in Paris Bildwerke entworfen, die sein frühes Interesse am Übersinnlichen zeigen. Immer wollte Arp die vom Menschen zerstörte Natur durch Kunst aussöhnen. Auch das ist bereits eine mystische Handlung, allerdings noch ganz verhaftet im Hier und Jetzt. Erst mit Skulpturen wie Ptolemäus kommt es zum kosmischen Sprung. Es entstehen nun eigenwillige, fast angstmachende Gebilde, die nicht mehr von dieser Welt scheinen. Dass auf dem Grab Arps und seiner beiden Frauen ein Stern thront, ist kein Zufall. Wie die Antike begreift auch Jean-Hans Arp die Sterne als Aufenthaltsorte der Verstorbenen und als Symbol des künftig kosmischen Lebens. Und deswegen beschwört er immer wieder die tote Sophie als Stern, mit dem er sich dereinst wieder vereinigen würde im kosmischen Gefilde. Künstler verweigert sich nun einer Welt, die sich im Ptolemäusjahr 1953 mitten im Kalten Krieg befindet. Die Ptolemäus-Figur ist die wichtigste Arbeit Arps als Mystiker. Das Konstellationsrelief von 1957. Eine Ansammlung von humoresken Formationen. Körper mit viel Fleisch und wenig Kopf, durchaus sexistisch deutbar. Auf jeden Fall gegen jenen Rationalismus gerichtet, der zum Ersten Weltkrieg geführt hat und zum Zweiten führen wird. Dem Wahnsinn des Krieges setzt Arp den aufs Animalische reduzierten Körper entgegen. Er ist nur noch Überlebensraum,
Das ist die Botschaft von Jean-Hans Arp und seiner erotischen Kunst. Das Schlüsselwerk, die kleine Sphinx von 1942. Gespreizt wie ein Pfau, als wolle es sich mit seinen Stacheln vor der Welt schützen. Das Vogelskelett von 1947. Vogelskelett ist eine der ersten Plastiken Arps nach 4 schweren Jahren. 1943 ist seine Frau Sophie Teuber auf tragische Weise ums Leben gekommen. Kunst ist für Arp nun Trauerarbeit. Das Gedicht wird zum Schauplatz der Erinnerung und Vergöttlichung der toten Sophie. Nicht länger als einen Atemzug vermochte das Gestaltlose sich vor ihr zu behaupten. Und das Unfassbare trat aus seinem feierlichen Zelt und maß an ihr seine Wunder. Die Arps leben seit November 1942 in Zürich, getrennt. Sophie hat Zuflucht bei ihrer Schwester Eva gefunden. Arp nimmt Quartier im Haus seines Künstlerfreundes Max Bill. Am Abend des 12. Januar 1943 holt Sophie ihren Mann vom Zug ab. Dieser hatte Sammler in Arosa besucht. Man übernachtet gemeinsam bei Max Bill in verschiedenen Zimmern. Was in der Nacht zum 13. Januar 1943 geschah, bleibt undeutlich. Jedenfalls war Sophie am anderen Morgen tot, erstickt am Qualm des Kaminfeuers. Sie hatte vergessen, das Fenster zu öffnen, heißt es. Starke Worte, einer Toten gewidmet, die zu Lebzeiten immer mehr zum Schatten ihres Mannes wurde. Arps Huldigungen an Sophie sind wohl auch Ausdruck des schlechten Gewissens seiner Frau gegenüber, die unter ihm viel zu leiden hatte. Aus ihrem Haus bei Paris müssen die Arps 1942 vor den Nazis fliehen. Die persönlichen Verhältnisse werden immer komplizierter. In Paris munkelt man, Arp betrüge Sophie. Im Exil wird das Geld besonders knapp. Wie zufällig stets hilfreich zur Seite, eine junge Kunstsammlerin aus Basel, Marguerite Hagenbach. Sie wird später Arps zweite Frau. Sophie hatte bereits im Juni 1939 ins Gästebuch von Marguerite Hagenbach notiert, im Traum habe sich ein Felsbrocken gelöst und sie bedroht. Und wäre sie zerschmettert worden, allein das von ihr in den Sand geschriebene Wort heureux, glücklich, wäre von ihr übrig geblieben. Dunkle Sätze. Vielleicht Indizien für Sophies Todessehnsucht. Und ein verzweifelter Hilferuf, den Arp zu Lebzeiten seiner Frau nicht vernahm. Das geisterhaft hohle Vogelskelett von 1947. Eine Dornenkrone? Die Skulptur ist nicht allein das Zeugnis von Arps Trauerarbeit. Was sich dem Betrachter entgegenspreizt, es sind auch die Keime eines neuen Beginnens. Arps Leben nach Sophies Tod. Thank you.
Arps erste Ptolemäus-Skulptur entsteht 1953. Er nennt sie nach dem im 2. Jahrhundert lebenden Claudius Ptolemäus, einem Mann der Mathematik und der Sternenkunde. Mit Ptolemäus bestimmt Arp seinen mystischen Pfad. Erst mit Skulpturen wie Ptolemäus kommt es zum kosmischen Sprung. Es entstehen nun eigenwillige, fast angstmachende Gebilde, die nicht mehr von dieser Welt scheinen. Dass auf dem Grab Arps und seiner beiden Frauen ein Stern thront, ist kein Zufall. Wie die Antike begreift auch Jean-Hans Arp die Sterne als Aufenthaltsorte der Verstorbenen und als Symbol des künftig kosmischen Lebens. Und deswegen beschwört er immer wieder die tote Sophie als Stern, mit dem er sich dereinst wieder vereinigen würde im kosmischen Gefilde. Künstler verweigert sich nun einer Welt, die sich im Ptolemäusjahr 1953 mitten im Kalten Krieg befindet. Die Ptolemäus-Figur ist die wichtigste Arbeit Arps als Mystiker. Das Konstellationsrelief von 1957. Eine Ansammlung von humoresken Formationen. Arp war kein ständig verzweifelter Sauertopf, trotz vieler Lebensenttäuschungen. Für Arp sind die 50er Jahre Zeiten des Glücks. 1959 heiratet er seine langjährige Lebensgefährtin, die 16 Jahre jüngere Marguerite Hagenbach. Und ein Jahr bevor Arp das Konstellationsrelief schuf, erlebt er endlich seinen internationalen Durchbruch. 1956 erhält er auf der Biennale von Venedig den großen Preis für Bildhauerei. Von nun an ist Jean-Hans Arp ein begehrter Künstler, der mit bedeutenden Kunst-am-Bau-Projekten in New York, Caracas und Paris beauftragt wird. Sophie hatte bereits im Juni 1939 ins Gästebuch von Marguerite Hagenbach notiert, im Traum habe sich ein Felsbrocken gelöst und sie bedroht. Und wäre sie zerschmettert worden, allein das von ihr in den Sand geschriebene Wort »heureux«, »glücklich«, wäre von ihr übrig geblieben. Dunkle Sätze. Vielleicht Indizien für Sophies Todessehnsucht. Und ein verzweifelter Hilferuf, den Arp zu Lebzeiten seiner Frau nicht vernahm. Das geisterhaft hohle Vogelskelett von 1947. Eine Dornenkrone? Die Skulptur ist nicht allein das Zeugnis von Arps Trauerarbeit. Was sich dem Betrachter entgegenspreizt, es sind auch die Keime eines neuen Beginnens. Arps Leben nach Sophies Tod. Thank you.
Arps erste Ptolemäus-Skulptur entsteht 1953. Er nennt sie nach dem im 2. Jahrhundert lebenden Claudius Ptolemäus, einem Mann der Mathematik und der Sternenkunde. Mit Ptolemäus bestimmt Arp seinen mystischen Pfad. Wie Ptolemäus ist Arp davon überzeugt, dass sich Natur, Mensch und Kosmos in einem ständigen Prozess des Austausches befinden. Ein Spiegel, der nicht spiegelt, nannte ich zuerst dieses himmelblaue Loch. Aber viel Geduld und Pein wurde mir gewährt und es fängt bei mir ein wenig zu dämmern an. Die Menschen sind Spiegel, die alles verspiegeln. Ach ja. Für Jean-Hans Arp ist Ptolemäus ein Medium, mit dessen Hilfe er die Unendlichkeit des Himmels beobachtet. Die Ptolemäus-Figur wird bewusst als Hohlform gestaltet, denn Ptolemäus vermutet, eine Bronzeskulptur zwischen Abstraktion und Figur. Die kleine Sphinx von 1942. Stehend wie liegend. Ein geheimnisvolles Mischwesen. Beim Künstler dominiert das Sinnliche in den 30er Jahren. Doch das Erotische ist für Arp ein immer wiederkehrendes Element. Die frühesten Akte Arps stammen aus dem Jahr 1907. Menschliche Konkretionen nennt Arp seine erotischen Skulpturen. Wer will, kann darin auch Fruchtbarkeitssymbole erkennen. Und Männerfantasien längst vergangener Jahre. Jean-Hans Arp hat seine Skulpturen immer auch als Frucht verstanden, die aus dem Künstler hervorwächst. So wie ein Kind aus dem Bauch einer Mutter. Arps Erotika sind Ausdruck ihrer Zeit, die sich dank der Psychoanalyse von engen Moralvorstellungen befreit und sexuellen Ambitionen ihren Lauf lässt. Sigmund Freud ist in Mode. In seinem Geiste werden Arps Plastiken als Sehnsucht nach der großen Urmutter verstanden, die Wärme und Zuflucht verheißt. Formen, die an Hinterteile und Busen erinnern. Der Künstler ödipal verstrickt wie ein Kind. Aber gerade diese kindliche Weigerung, sich der Welt der Erwachsenen auszuliefern, ist für Arp und seine Freunde wesentliche Voraussetzung der dadaistischen Rebellion gewesen. Bewusst infantil hat Arp 1917 seine Dada-Reliefs gegen die Vernunft in Stellung gebracht. Er bleibt ein unvernünftiges Kind bis ins hohe Alter, das als Narr gegen die Kriege